oder weitergemacht, unser Konzept zu vervollständigen sozusagen und zu verfeinern und an den Szenen inhaltlich etwas zu feilen. Und sind eigentlich schon relativ weit gekommen, wie ich finde, aber natürlich geht jetzt dann irgendwann die Detailarbeit los. Und ich würde ganz gerne mit der Szene anfangen, die auch tatsächlich am Anfang unseres Stückes steht. Und einfach mal so ein bisschen versuchen reinzufühlen, wie können wir die gestalten, ganz konkret gestalten auf der Bühne. Und ich möchte eigentlich dann mit euch spielerisch den Text des Stückes erarbeiten, Szene für Szene. Die Reihenfolge ist erstmal dann eigentlich wurscht. Die erste Szene wähle ich deshalb aus, weil alle beteiligt sind. Weil jede Gruppe einen Protagonisten auf der Bühne stehen hat und dann auch alle wirklich ganz konkret an dieser Szene beteiligt sind. Und dann, glaube ich, ist ganz gut, wenn wir so reinkommen. Ja, ich möchte, dass ihr schreibt, das ist auch wichtig, dass ihr folgendermaßen, dass wir das folgendermaßen machen, auf mein Kommando gehen alle mit ihrem, wie soll man sagen, Stimmvolumen? Nee. Gefühl. Mit dem wichtigen Bein, mit dem richtigen Bein. So, nach vorne ein Ausfallschritt. So. Ja, nicht nach vorne in den Kreis. Und dabei schweige ich. Also gehe ich zurück. Ich mache das einmal vor. Ja, spannend. Sollen wir so laut schreien, wie wir können? Ja. Und das machen wir jetzt alle zusammen. Ich gehe auf mein Kommando. Eins. 2, 3. Oh, okay. Gut, super. Ich glaube, wir sind zumindest jetzt ein wenig. Was? Unbedingt ernst bleiben. Ja, wenn Jono anfängt zu lachen, der sagt. Ja, ist egal, das Publikum wird vielleicht lachen, das weißt du nicht. Ich meine, ich hoffe nicht, ich hoffe, dass es nein, aber du weißt es nicht. Das Publikum reagiert. Da lass dich nicht irritieren, das kommt mal her. Und wir sind bei uns, glaube ich, in der Entwicklung. Kannst du noch einen Ticken dir mehr Zeit lassen? Das war ich schon, ich fand es schon recht schön. Und was ich noch überlegen will, körperlich und schmierige noch mehr betont. Das heißt, also jetzt war das so, wenn du die Hand hier in den Nacken machst, dann machst du dich so, dass du hinter der Schulter bist und dann kommt von hinten die Hand und ihre Haare verdecken alles. Man sieht gerade mal vielleicht deinen Daumen. Dann, genau, es muss so richtig, weißt du, so richtig, genau, und dann, du kannst ja auch. Dann ein bisschen den Nacken kraulen, so, weißt du so. Aber das sieht man ja auch nicht. Ja, aber doch, man sieht ja, wie die Haare sich hinten quasi so. Aber das ist so richtig, dass du wirklich total übergriffig wirst. Okay. Und schlimmsten ist natürlich, wenn du dir dann ins Gesicht fasst und dann kommt die Reaktion. Soll ich ihr so ins Gesicht fassen? Ich finde, sie muss noch irgendwas tun. Oder so. Oder so. Ja, vielleicht einfach nein. Wie ist das Jacke ja. Was? Wie ist das Jacke angezogen? Nein. Ausgezogen. Sie muss irgendwie vielleicht noch oben so nein oder nein, so. Genau. Das hätte er noch nein. Ich habe fertig gemacht für die. So gut fand ich das. Okay. Und du kannst jetzt so, wenn du sie bedrohst, geh nicht so schnell. Du kannst von hier, du musst gar nicht so weit gehen. Kannst von hier sagen, wann bist du denn fertig? Also, nein, ich habe dich was gefragt. Genau, dann, ich habe dich was gefragt und dann kommt immer noch nichts. Und dann gehst du auf sie zu, also dann sagt sie ja durch den Text und dann erst, wenn du schon da so rumstehst. Du weißt gar nicht, wie sie noch mit dir überhaupt noch kommunizieren soll, weil es schon so körperlich ist. Wenn du einen halben Abstand hast, einen halben Meter Abstand hast oder einen Meter, dann kannst du, weißt du, und dann kannst du sagen, wir können das auch anders regeln. Ja? Okay. Gut, probieren wir es nochmal. Wie lange brauchst du denn noch? Ich hab dich was gefragt. Ich bin noch nicht fertig. Ich schaff das heute nicht mehr. Wir können es doch anders regeln. Weiß schon. Du hast den einen vergessen. Ja, ich weiß, aber das kam wieder so schnell. Du hast auch wieder den einen Schritt vergessen. Weil du nämlich, dass du weißt schon sagst, bevor du mit der Hand kommst. Ich glaube, du sollst viel mehr Zeit lassen. Und dann kommt die Hand. Okay? Ja? Fiona, kannst du lauter pfeifen, lauter summen? Weil ja. Ich glaube, das hört man nicht. Ja. Was tust du denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Weil da muss man auch überlegen, ob du vielleicht irgendwie eine bestimmte Melodie dir überlegst.
Die aber, dann muss sie aber einfach wieder zu erkennen sein. Da ist lieber was abstraktes. So. Wie lange brauchst du denn noch? Ich hab dich was gefragt! Ich bin noch nicht fertig. Ich schaff das heute nicht mehr. Wir können das auch anders regeln. Du weißt schon. Nein! Das bildest du eigentlich ein. Es wird Konsequenzen haben. Danke. Das ist, weil ich schon. Das, kann man mehr Zeit lassen, weil das ist für dich. Du musst überlegen, du bist derjenige, der die totale Dominanz hat. Du bist es gewohnt, dass du mit deinen Mitarbeitern machen kannst, was du willst. Und wenn du sie gerne hättest, dann nimmst du sie mit. Ja? Und sie wehrt sich. Das ist neu. Also muss ich warten und mich erstmal so. Dementsprechend, genau. Also, wenn sie den Besen hoch nimmt und sagt nein, dann gehst du erstmal einen Schritt zurück. Schaust sie an, lass dir wirklich Zeit dabei. Und dann machst du den Knopf zu, guckst sie dabei von oben herab quasi herablassend an, so. Das bildest du dir eigentlich ein. Du musst nicht mal wütend sein. Das bildest so, du dir eigentlich, also verachtend. Genau, verachtend, genau. Was bildest du dir eigentlich ein? Das wird Konsequenzen haben. Und dann auch gleich die Pause, weißt du? Mit dem Finger, das wird Konsequenzen haben. Und dann erst gehen, okay? Okay. Ja. Dann sie aber dafür was? Das müssen wir ja nicht heute klären. Ich dachte nur so. Ja, nee, sie braucht irgendeine Idee gerade. Irgendein Lied zum Summen. I love your toy. Bitte? Bitte? Das war ganz sein, aber es ist sehr zweifelhaft vom Text her, oder? Nein, so, nein, toy, you stupid boy, das passt doch nicht. Ja, genau. Wenn ich dein Spielzeug. Okay, go. Du weißt, was du das. Wen brauchst du noch? Ich hab dich was gefragt! Ich bin noch nicht fertig. Ich schaff das heute nicht mehr. Wir können es auch anders regeln. Du weißt schon. Nein! Was bildest du da nicht ein? Das Konsequenzen haben. Hey, jetzt, so, jetzt muss sie ablassen. Jetzt einfach. Musst du, genau. Und dann vielleicht erstmal, also wir haben uns überlegt, dass sie dann vielleicht erstmal ein bisschen so traurig ist oder zusammenbricht. Ja. Zumindest weint, irgendwie schluchzen. Aber ich muss oder? Irgendwie nach hinten. Ja, ja. Das heißt, ich kann auch da stehen, dann kann ich hier irgendwie so einen Breakdown haben. Ich würde würd den Breakdown hier haben. Wenn dann hast du, wenn dann bist du jetzt. Und weißt du, das ist ja, und dann reißt du dich wieder zusammen. Wie Jonathan vorher gemeint hat, als Metapher stehst du hier in der Ecke. Du wirst vollkommen in die Ecke getrieben. Und wie ein in die Enge getriebenes Tier fängst du an, dich zu wehren. Aber das hier ist noch symbolisch der Raum deines, was ist deiner Unterdrückung. Und in dem kannst du noch zusammenbrechen. Sprich, du kannst auch einfach nur dich auf dein Wesen stützen und ein paar Mal tief durchatmen und schluchzen und so. Du musst nicht in Heulen ausbrechen, sondern du brauchst einen Moment, bis du dich vor deinem. Du hast erst ein bisschen erschrocken vor deiner eigenen Courage, dass du Konsequenzen haben. Scheiße, was habe ich denn gemacht? Ich wollte streiten, mal bitte. Und dann atmest du tief durch und schluchzt vielleicht ein bisschen so, sammelst dich, richtest dich wieder auf
und gehst deiner Arbeit nach. Vielleicht noch ein bisschen zittern. Und genau. Und fegst. Ja. Und dann, wenn du hier in der Mitte des Raumes bist, siehst du die Mütze dahin. Guckst sie an, überlegst ein wenig und dann nimmst du den Besen und legst ihn hin. Dann sprichst du ihn hin, schaust dir die Mütze an, bindest du deine Haare zusammen, setzt die Mütze auf, nimmst deinen Spiegel aus der... Soll ich die Mütze jetzt schon aufsetzen oder soll ich mit der nach vorne gehen und sie dann vorne aufsetzen? Kannst du auch machen, ja. Dann bindest du die Haare zusammen, nimmst die Mütze, ziehst deinen Spiegel, setzt die Mütze auf, ziehst deinen Spiegel raus, schaust dich an, guckst ins Publikum, richtest dich auf und wirst groß. Okay. Ja? Ja, wir müssen nicht den Felix jetzt nochmal 50 Mal sehen, sonst... Wir haben ja Spaß zu spielen. Super, dann bist du hier. Das war Spaß. Ja. Das heißt, ich bin jetzt noch so. Genau, du bist so, er geht. Und Action. Warte mal kurz, Jona. Wir haben ein Problem, wir sind nicht beim Fernsehen. Auch wenn der Herr Thiel in Nahaufnahme filmt. Nicht die Haare, sondern die große Geste. Das war zu wenig. Also ich glaube, dass das Gefühl und so von uns aus, vom Sehen her schon, aber ich glaube, es wäre wichtig, dass du es ein bisschen größer machst, damit man es im Saal auch noch besser sehen kann. Einfach. Theater ist immer ein bisschen drüber, ein bisschen große Geste, damit es klar und deutlich wird, weil wir eben nicht die Möglichkeit haben, eine Nahaufnahme mit Mikro direkt vom Mund, wo man jeden Atemzug hört oder sowas, sondern wenn ich deinen Atem hören möchte, dann muss es laut sein. Ja. Was ich gemacht habe, bitte? Also, nein, aber so, wenn man dieses Gefühl noch verdeutlichen möchte, dass ich quasi so am Besen festgefallen und dann halt irgendwie Jockbau und auch so, ups. Ja. Oder irgendwie, weißt du, so. Ach, ja. Sorry, Herr Mitchell, das hat sich aber gerade ein bisschen angehört, dass wir uns erkennen. Aber wir nehmen einen schweren Abend. Ich hoffe, dass mir das in meinem Leben nicht mehr passiert. Nein, aber vielleicht halt einfach nur so wirklich am Besen. Das meine ich mit großer Geste, weil du stehst jetzt im Prinzip da, körperlich ändert sich nicht viel, machst zwar das, aber das ist so leise und so zart, das ist eigentlich nicht schlecht, aber es ist eben 10 Meter weiter nicht mehr mitzukriegen. Und wir haben immer den Raum, den wir spielen müssen. Deswegen ein bisschen größere Geste, okay? Jetzt haben wir ein Publikum und Action! Ansonsten könntest du auch einfach fallen lassen, wie du denkst.
Ja, aber dann ist irgendwie das schon nach. Okay, also ich fand das jetzt ganz schlecht, ne? Oder? Ich fand das geil. Für dich, also. Also ich, das war jetzt deutlich zu hören, und das war richtig was in Ordnung. Zeit gelassen, wieder runterzukommen, hast angefangen zu fliegen, zögert, musstest du noch was damit machen. Also wenn du das, weiß ich auch, absolut nicht. Ja, ich hab einmal mit den Dingen was fallen lassen. Also wenn hier jetzt mal zeigt. Nee, davor. Ja, aber das macht ja gar nichts. Wenn du danach bist du so zittrig, quasi, dann kannst du ruhig, da kann dir ruhig der Besen mal kurz halb aus der Hand fallen. Das passt vollkommen rein. Ich fand das jetzt nicht schlecht. Ich glaube, da kann man was mitmachen. Und 20 Wie lange brauchst du denn noch? Ich hab dich was gefragt! Ich bin noch nicht fertig. Ich schaff das heute nicht mehr. Ich kann das auch anders regeln. Du weißt schon. Nein! Was bildest du eigentlich ein? Das wird Konsequenzen haben. Thank you.